Säftig. Oh, oh mein Gott, wir sind genau richtig. Komm mit die Brüdern an dem Abend auf die Feier und ich sag, es wird Nacht. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch reiert, ihr seid alle am Marschieren. Meine Brüder, der mit mir pufft, weiß, es ist dieses Squad. Wir sind am Weiben, mit den anderen sind am Tagen nicht da. Ja, ja, bei Jodl, bei Jo. Ja, 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 mai, ja, 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 mai, ja, mai, ja, 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 mai. Hofgrad, glaub nicht, dass die Squad ist raff. Ich bin nicht sicher, hab deshalb nur ein Leberkast. Bierfang, na, die Gegner treffen keine Cups. In die Lede aus dem Bass, pfeife mehr Schnaps. Ich bin down mit dem Madel und ich bring mehr Scuffs. Da, sag's nicht, dem Typ aus ihrer Nachbarschaft. Nächste Feier bringe Steffel, leer, das glaubst du nicht. Top 10 Chart, weil das ist deine Show. Man süftig braucht Plateau, wenn mein Brüder mit dem Adel nicht in meinem Hau. Brüder von der Low, glaub die kommen noch. Hunderte tausend Bros in meinem Home. Komm mit die Brüdern an dem Abend auf die Feier und ich sag, es wird Nacht. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch reiert, ihr seid alle am Marschieren. Jeder meiner Brüder, der mit mir pufft, weiß, es ist dieses Squad. Wir sind am Weiben, mit den anderen sind am Tagen nicht da. Ja, ja, mai, jodl, mai, jo. Ja, jodl, ja, mai, ja, ja. Ja, moin. Ja. Ja. Okay. Das war Säftig mit seinem neuen Song. Viel Glück damit. Grüße und Big Shoutout an Säftig, Mann. Ja. Ich hab nichts verstanden. Aber ist halt der bayerische Drip. So ist es halt. Wilder Text, ja. Ja. Wie gesagt, Kuss und Gruß geht raus an Säftig, check den Boy aus. Wilder Mann, wie viel hat Dirndl-Weed, Digga? Der Dirndl-Weed, 7,8, Bayerisch Trip 7,6, das ist schon wild, oder? Krass, Mann. Ey, sei ihm gegönnt, Mann. Sei ihm wirklich gegönnt. Moin. Der hat Moin gesagt. Bin ich im Discord noch? Ja, ich bin hier wegen dem, wegen der Community-Talk-Runde. Wegen Mobbing, weil ich reiten gehe. Was, warum bist du hier? Ja, wegen der Talk-Runde, Sub-Talk-Runde. Ah, nice. Ja, was ist dein Thema? Ja, ich bin momentan in der 8. Klasse und mein Hobby ist halt Reiten und ich habe halt die Randy noch abonniert und ich werde deswegen in der Schule halt fertig gemacht. No joke, kennst du das, wenn man reitet und man hat einfach dieses Gefühl von Freiheit? Ich hab's jedes Mal. Ja, ist ein bisschen auch, wie beim Motorradfahren, oder? Auch bei, ja, ey, also auf jeden Fall, auch bei Regen und so. Aber Motorradfahren ist nur für die Bad Boys. Ja. Meine Eltern haben mir das verboten. Okay, sag mal ganz ehrlich, Sascha, ja, jetzt mal Memes aside. Findest du auch, dass Fahrrad, Motorrad, Jungs das Äquivalent sind zu Pferdemädchen? Nee, weil die, also so, als ich auf der Realschule war und die ersten halt so Motorradführerschein machen durften, ne, das waren immer irgendwie komplett die Dullis und so. Ich glaube, so Pferdemädchen sind nicht so Dullis. Weißt du, was ich meine? Oder bin ich da falsch? Weiß nicht. Ich habe halt noch nie, ich hab noch nie Pferdemädchen kennengelernt. Ah, okay, gut. Also auch nicht in der Schule oder so. Ja, besser ist vielleicht. Pferden muss auch, Pferden, jawohl, Reiten muss auch derbe teuer sein. Ich glaube, das ist so ein Bonsensport auch, oder? Safe. So, genauso wie so Mädels, die so Voltigieren gemacht haben und so ein Scheiß, Digga. Das ist doch Reiten, also, oder nicht? Ja, nee, ja, quasi, aber das ist, dass man turnt auf dem Pferd. Die Pferde reiten im Kreis quasi und dann machen die so Kunststücke auf dem Pferd. Digga, die haben Dinger einfach. So eine 12-Jährige einfach dann auf dir drauf, ganz müde. Bitte nicht klippen, danke. don't clip it and ship it. Ich finde, es klingt eigentlich ganz gut, oder? Ja, mega. Top, dann werden sie auch geklärt. Ey, Sascha, ich brauche einen guten Titel. Einen guten Titel? Wir fahren die Epic Wins in jedem Game. Groß geschrieben mit vielen Ausrufezeichen und noch Einsen dazwischen. Was meintest du mit zwischen den Leerzeichen? Nee, du musst viele Ausrufezeichen und noch Einsen dazwischen packen, dass du es auch wirklich ernst meinst. Nein, das mit den Einsen ist so 2012, Digga. Nee, glaub mir, das kommt wieder. Ja? Okay. Ja, das kommt wieder. Bin ich mir sicher. Ja, ich hab's neulich in meinen Titel gepackt und da haben nur zwei Duhu geschrieben, aber die wurden auch sofort gebannt. Na dann. Ey, dann danke für den Tipp, Bro. Easy, Bro. Bruder, ich guck mir gerade ein Video an von Sascha Huber, wie man sein Doppelkinn wegtrainiert.
Und der Mann streamt jeden Tag 10 Stunden und ich frage mich wie. Ich frage mich wie, aber jetzt habe ich die Antwort einfach. Ey, ich bin gleich wieder da, ich hol ganz kurz meinen Tee, ja? Mach das, Digga. Als ob ich jetzt Tee hol, du Idiot, Sohn. Ich hol mir jetzt einen Tee. Ich hab sogar abgeführt. Ich hab den Tee-Koch jetzt im Raum, Sascha. Boah, Alter, krass. Ehrlich, krass. Warten wir noch auf Latzo oder spielen wir zu zweit? Latzo meinte, er ist so zu 100% dabei. Es kann aber auch sein, dass wenn spontan auf Instagram jemand zurückgeschrieben hat, dass Latzo... Dazu, nee, der ist live. Ah, okay. Aber ist ein Girl bei ihm, oder was? Ah, perfekt, es ist ein Girl bei ihm! Nein, es ist ein fucking Girl bei ihm! Ich schwöre, Doc, ich sag's aus Spaß und guck mal, wer da neben ihm sitzt. Oh mein Gott, Digga. No way! Ich schwöre, und das Beste ist, man kennt sie nicht. Ey, es ist so nice, Mann. Es ist so nice, Doc. Bro, es ist so typical Lazo, einfach no joke. Vor allem, ich sag zu ihm, 20 Uhr PUBG. Okay, er weiß, dass wir um 20 Uhr uns treffen. Yeah. Der Typ ist am Essen mit irgendeinem Girl neben ihm. Das ist immer dasselbe. So, ich glaube, ich frage mal im Streamchat, ob sie reitet. Warte. An die Person neben Lazo, reitest du gerne? Ich schreibe, ja, reiten kann ich echt empfehlen. So ein Gefühl von Freiheit. Boah, hat er nicht gelesen, der Wichser. Ja, weil jetzt auch voll viele schreiben. Hat Kevin gerade. Ja, reiten kann ich echt empfehlen, so ein Gefühl von Freiheit. Und meine Nachricht wird gar nicht gelesen. Kevin, ist aber hier. Oh, perfekt. Digga, Kevin, ich hab gedacht, wir zocken jetzt gleich zusammen. Was PUBG. Hast du überlegen, Digga? Stell dir vor, du hast ein Date mit so einem Typen und dann isst du so im Stream mit ihm so Salat und dann spielt er PUBG einfach. Und davor wurde dir aber nichts davon gesagt. Traum, Mann. Es passiert einfach. Traum. Goals. Ich schreibe einfach noch Goals rein. Zu Nate mal einen Fünfer und frag mal, ob er Anna schon an der Möse gedeckt hat. Der geht immer, ne? Der geht immer wach. Der geht immer, Digga. Ey, das Traurige ist halt, der Fünfer würde nicht mal vorgelesen werden. Der würde straight zu den anderen Donis gehen, Alter. Ich muss auch gerade wieder an dieses Video denken. Wenn du so ein Monatsgehalt an Monte gespendet hast und er mit Danke, ja. Wenn du dein komplettes Jahresgehalt an Monte gespendet hast und er antwortet mit Danke dir, Diggi. Ich lieb das, wenn er so kurz nach oben guckt in den Bildschirm, wo er es halt sieht, so kurz seine Augen zusammenkneift, weil er alt ist und es nicht mehr so gut lesen kann und kommt einfach nur so Danke dir, Diggi. Junge. Junge, aber er sagt nicht nur so Danke dir, Diggi, sondern er hat auch so eine Fluppe im Maul, die so da so dran hängt und so mit wackelt, während er labert. Ach, sie ist eine Mitarbeiterin von Lazo. Ach so? Es gibt auf der Plattform extrem viel. Ist an uns? Streamer, die auch halt live streamen. Hast du deinen Stream noch offen? Ja, ich hab den noch offen, aber mir wurde gerade ein Clip gesendet mit Hops genommen. Ich glaube, er hat mich weggedisst. Schick mal den Clip. Es gibt tatsächlich einen Streamer, der heißt Papa Platte. Okay? Oh, er hat dich. Oh ja, das ist an dich gerichtet. Und der hat tatsächlich einen neuen Rekord aufgestellt. Und zwar ist es der Streamer mit dem kleinsten Dick. Ist das nicht du? Oh mein Gott! Sie hat ihn Hops genommen! Entschuldige, Mitarbeiterin, wenn es wirklich so ist. Hä, ist sie wirklich eine Mitarbeiterin, Chat? Es ist keine Mitarbeiterin, Bro, ach so. Ich sag mal, wäre das dann nicht weird, wenn sie eine Mitarbeiterin wäre? Keine Ahnung, wenn sie cooler mit ist, so mäßig. Also ich bin dir ehrlich, hätte ich Mitarbeiter, ich würde es übel nice finden, wenn die sich so integrieren würden in Video- und Stream-Geschichten. Weil da muss ich nicht mehr so viel labern, weißt du, was ich meine? Integrieren hat mir gefallen, ja. So auf, ich hab studiert, halt dein Maul. Aber jetzt mal rein aus Interesse, was macht man denn für ein Training gegen einen Doppelkinn? Also Sascha meinte, dass man muss so ein bisschen so Luft in die obere Lippe blasen, also dass man das so aufbläst und dann muss man den Kopf irgendwie nach oben machen und dann musste man irgendwas machen, dann kamst du rein und da habe ich nicht mehr weitergekommen. Ich war jetzt bei der zweiten Übung. Schon mit der Zunge noch irgendwas, so mäßig Liegestütze für die Zunge. Jo, okay, Bruder. Oh Mann, Alter. Würdest du denn überhaupt sagen, dass du ein Doppelkinn hast? Es könnte schon ein bisschen definierter hier unten sein. Ja, also ich bin ist jetzt... Ist okay halt.
Also ich frage mich jetzt halt, wie du es vorhast. So, willst du jetzt 10 Minuten vorm Einschlafen noch das Training von Sascha Huber dann fahren? Genau. So war der Plan. Okay. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich finde es gut, gut aus. Außer wenn ich so sitze. Ja, wenn jeder Mensch so da sitzt, sieht es bei ihm so aus. Außer vielleicht Pamela, Ralf. Ich glaube, die hat da gar nichts. So, wenn man so eingekugelt sitzt, dann hat man auch so... So Speckdinger quasi unten, so einfach so. Voll. So, bei Pamela ist einfach trotzdem glatt. Bei ihr ist glatt, man hat immer so rote Linien, weißt du, was ich meine? Das hat sich so richtig reingefressen nach einer Stunde sitzen. Bei ihr ist gar nichts. Und ich habe auch größten Respekt, dass du dir so Workouts anschaust, weil ich finde es ein bisschen frech, dass sie dabei so Spaß haben. Die sollen da ruhig ehrlich sein. Ist so, Digga, ich schwöre. So eine Pamela Reif ist so unbeeindruckt von ihrem Workout, what the fuck? Ja, du weißt, du sitzt so zu Hause, Bruder, du merkst so, okay, wenn ich noch einen Liegestütz mache, Bruder, ich sterbe. Und die lacht so, hahaha. Ja. Und währenddessen läuft dann irgendwie so fucking Dua Lipa oder so da drüber. Und du denkst dir so, Junge, was so fick. So macht die ihre Workouts. Und auch immer, diese Musik ist halt schon, die Musik fühle ich.